Shanishin. Es bedeutet der Verzehrer. Nicht einmal die Ahnen konnten sie kontrollieren, denn sie tragen die Macht der Titanen in sich. Doch unser Stamm, das Blut des Sandes, hat ihr Vertrauen gewonnen und gelernt, mit ihnen zu sprechen. Und schon bald kämpften wir Seite an Seite. Wir nannten sie Sahul Sahar, das Herz der Wüste. Doch als die Ahnen verschwanden, zogen sich die Sahul tief unter den Sand zurück. Wir hörten sie nicht länger. Nur ihre Eier blieben zurück, doch sie wurden von Dieben gestohlen. Wir hatten in unserer Pflicht versagt. Um die letzten Eier zu schützen, hielten wir sie verborgen, bis der Tag der Prophezeiung käme. Ihre Spuren wurden vom Winde verweht. Doch die Eier sind noch am Leben. Und sollten sie ohne die Aufsicht des Blutes Sandes schlüpfen, erfährt die Welt bald die wahre Bedeutung des Wortes Verzehrer.